Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen ein weiteres Beispiel zeigen, wie man von einem Zustandsautomaten in ein Programm überführt. In diesem Fall wollen wir uns den Zustandsautomaten von unserer Interaktion mit dem Benutzer anschauen, wobei wir den Zustandsautomaten selbst bereits besprochen haben. Es geht darum, dass ich erstmal den Benutzer frage, wie heißt er? Dann überprüfe ich, ob das gültig oder ungültig ist, um entweder im gleichen Zustand zu bleiben oder weiterzugehen. Dann frage ich, wann bist du geboren, und dann überprüfe ich wieder auf Gültigkeit. Und am Ende zeigt sich irgendeine Reaktion und damit ist das ganze Programm eigentlich beendet. Das versuchen wir jetzt in Arduino zu überführen. Ich habe mir diesmal aber ein bisschen was vorbereitet, damit wir hier im Video nicht zu viel Zeit verlieren, denn es geht ja schließlich darum, uns auf den Zustandsautomaten und dem Programmieren dort zu konzentrieren und nicht auf diese Gültigkeitsüberprüfung. Ganz kurz aber dazu, ich habe mir eine Funktion deklariert, die heißt CheckName und dort überprüfe ich ganz einfach, ganz wirklich nicht besonders schlau, ob das im Namen tatsächlich nur Buchstaben vorkommen. Groß und klein interessiert mich überhaupt nicht. Und bei CheckDate überprüfe ich, ob es in diesem eingegebenen, was auch immer da der Benutzer angegeben hat, ob das nur aus Punkten und Ziffern besteht. Also wenn der Punkt vorne steht, interessiert mich das überhaupt nicht. Hauptsache es ist Pi mal Daumen, sieht es irgendwie wie ein Datum aus. Diese zwei Funktionen sind jetzt nicht dafür da, auf perfekte Gültigkeit zu überprüfen, sondern uns einfach zu helfen, durch diesen Zustandsautomaten uns zu bewegen. Und später kann man sie natürlich auch sehr viel genauer und präziser deklarieren und implementieren. Wir gehen genau wie nach unserem normalen Kochrezept vor. Als erstes definieren wir die Zustände selbst, und zwar als const int Zustandname. Das reicht uns eigentlich vollkommen. Dann const int Zustand Datum, geben wir ihm den Wert 2. Und const int Zustand Reaktion, dem geben wir den Wert 2. Jetzt brauche ich natürlich auch vom gleichen Typen, aber nicht const, eine Zustandsvariable an sich. Hier im Setup habe ich mir bereits vorbereitet das Serial selbst, damit ich über Serial mit dem Benutzer interagieren kann. Und dort werde ich mir auch Zustand auf den Startzustand setzen, genau wie nach Kochrezept. Ich gucke da überhaupt ohne groß nachzudenken, ich gucke, welcher mein erster Zustand ist. Und das ist der Zustand Name. Und das beenden wir damit. So, jetzt im Loop machen wir genau das gleiche wie vorher. Kochrezept heißt entweder mit Ifs oder mit Switch Case arbeiten. Ich bevorzuge Switch Case, kann man aber genauso gut mit If arbeiten. Das Switch hat den Vorteil, dass es alles wirklich in diesem Zustandsautomaten, in diesem Konstrukt einfach drin bleibt. Bei den Ifs laufe ich Gefahr, dass ich zwischen den einzelnen Ifs irgendetwas anderes mache, später irgendeine Optimierung reinbringe. Beim Switch passiert das nicht so ganz einfach, weil ich es nicht dazwischen bringen kann, sozusagen. Also machen wir hier Switch Zustand. Ich kann nicht mehr tippen. So, Klammer auf, Klammer zu, geht automatisch. So, erster Punkt ist Zustand Name. Und ich zeige Ihnen jetzt ein bisschen eine andere Variante, wie man das macht. Ich kann auch die Cases erstmal so definieren. Sozusagen leer definieren und dann zeige ich Ihnen einfach, wie man es auch anders aufbauen kann, sozusagen den Programmcode. Letztes Mal habe ich das erste erstmal komplett implementiert und danach kopiert. Das war aber auch angebracht, weil die Zustände waren extrem ähnlich. Das heißt, ich habe immer auf irgendeine Farbe geschaltet, dann den nächsten Zustand und ein Delay gehabt. Das war bei der Ampel so im Video davor. Hier ist es ein bisschen anders, deswegen kann ich es Ihnen auch anders zeigen. Und hier haben wir einen Zustand Reaktion mit einem Break. So, das sind die drei Zustände. So habe ich mir so ein Gerippe sozusagen erstmal erzeugt. Jetzt kann ich Zustand nach Zustand gucken, was ich mache. Als erstes ist sehr wichtig, die Übergänge zu gestalten.
Der Übergang von wie heißt du, auf wann bist du geboren, ist allerdings gar nicht so einfach. Das heißt, ich werde mir hier wahrscheinlich erstmal einen Char, Moment, Incoming String. Und oben hatte ich mir so eine Maximallänge definiert, damit es hier ein bisschen schneller geht. Dann werde ich mir diesen ReadString irgendwann mal implementieren. Damit möchte ich mich jetzt gerade nicht so richtig beschäftigen. Ich möchte mich auf den Zustandsautomaten konzentrieren. Aber dieses Char habe ich mir schon mal deklariert. So, und jetzt möchte ich natürlich, nachdem ich das eingelesen habe, möchte ich dann meine Funktionen fragen. If check name incoming string, was ist hier mit meinen Klammern passiert? So, wenn das okay ist, dann möchte ich sagen, Zustand soll sich wechseln auf, wann bist du geboren, auf Zustand Datum. So, das ist schon mal ein sehr wichtiger Übergang. Falls nicht, muss ich dann sagen natürlich else. Das kopiere ich mir jetzt hier. Zustand bleibt das gleiche. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss ich dieses else da reinschreiben oder nicht? Es ist, wenn man nach diesem Kochrezept vorgeht, wo jeder Übergang wirklich implementiert wird, wo jedes Ereignis implementiert wird, und zwar ganz explizit. Es ist tatsächlich besser, es zu machen. Es kostet einem wenig. Auf so viel Effizienz sind wir hier überhaupt nicht angewiesen, sonst könnte man sich das natürlich sparen. Aber auch wenn ich es mir sparen würde, würde ich es als Kommentar drin lassen. Damit ich weiß, daran habe ich gedacht. Es ist nicht so, dass ich irgendetwas nicht implementiert hätte, sondern ich habe mir gedacht, das brauche ich nicht wegen Effizienzgründen. In unserem Fall brauchen wir überhaupt keine Effizienz. Deswegen mache ich das explizit, damit ich weiß, mit dem Zustand bin ich jetzt abgeschlossen, abgesehen von diesem ReadString. Das ist natürlich im Moment noch nicht implementiert. Sonst bin ich eigentlich hier bereit. Und jetzt kann ich genau das Gleiche mir kopieren für Zustand Datum. Wenn ich im Datum bin, dann kommt auch irgendein String rein. In diesem Fall möchte ich aber Date checken. Und falls der in Ordnung ist, dann möchte ich zur Reaktion rübergehen. Und wenn nicht, dann bleibe ich im Datum. So, jetzt habe ich Deutsch und Englisch ein bisschen vermischt. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Damit sind wir auch im Zustand Datum fertig. Nur dieses Incoming String müssen wir implementieren. Jetzt stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit der Reaktion? Eigentlich passiert da gar nichts. Und die Möglichkeit ist einfach zu sagen, hier im Kommentar, nichts. Okay? Man kann das sozusagen, dann wird er letztendlich blockieren. Denn jedes Mal, ich bleibe in diesem Zustand Reaktion, es ändert sich gar nichts in meinem System. Und jedes Mal, wenn das Loop durchläuft, dann wird er in dieses Nichts hier reinspringen. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich könnte jetzt auch ein riesen Delay da reinbringen. Ich könnte auch durch ein spezielles Kommando eigentlich das Programm wirklich beenden. Das bringt aber eigentlich gar nichts. Also das kann man sich dann überlegen, wie man es genau sozusagen beendet. In einem Nicht-Arduino-Programm wird es dadurch beendet, dass da nichts mehr passiert. Also dieser Loop, denken Sie wirklich dran, das ist etwas ganz Spezielles für Arduino, dass es weiter und weiter geht und dass man es eigentlich gar nicht so richtig stoppen kann, jedenfalls nicht so, wie wir das kennen. In einem normalen Programm kann man es aber tatsächlich beenden. Da endet es irgendwann und die letzte Zeile ist dann Stopp, dann kommt die Klammer und dann wird es beendet. So, das hat uns jetzt aber hier nichts zu interessieren. Wir müssen noch unsere ReadString implementieren. Und zwar machen wir es, indem wir, genau wie wir das gelernt haben, ein int len schreiben hier. Und zwar serial read bytes until. Jetzt müssen wir ihm sagen, bitte alles bis zur ersten Neuzeile lesen. Und zwar in incoming string speichern mit der maximalen Größe von max length minus 1. Daran müssen wir denken, weil wir den letzten Charakter, das letzte Symbol für die 0 reservieren müssen, sonst kommt es zu Müll.
Und dann müssen wir bei incoming string, ich kann heute nicht mehr tippen, bei length auf eine 0 setzen. Also egal wie lang das Ding ist, möchte ich es das Symbol danach unbedingt auf 0 setzen, sonst wird er mir dann weiterlesen und Müll rauslesen. So, das müssen wir jetzt genau das gleiche eigentlich kopieren. Hier rein. Damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir müssen nur dafür sorgen jetzt, dass wir eigentlich überhaupt was sehen. Deswegen werden wir jetzt Folgendes tun, genau wie vorher. Wir werden bei jedem von diesen Cases ein Serial Print Line schreiben. Okay, und natürlich müssen wir die Aufforderungen für den Benutzer schreiben, das macht natürlich Sinn. Okay, dann das wäre eigentlich für uns bereits diese Serial Print Line. Also hier schreiben wir, wie heißt du? Wie Sie sehen, ich gehe da wirklich nach Rezept vor. Der Zustandsautomat sagt mir selbst, was ich eigentlich machen soll. Das ist echt praktisch. Hier schreiben wir, wann bist du geboren? Und bei Reaktion, okay, eigentlich passiert da gar nichts. Wir schreiben aber auch, okay, dann machen wir es eben hier ein bisschen anders. Serial Print Line schreiben wir Hallo. Okay, natürlich sollten wir hier nicht Incoming String vielleicht draus machen, sondern Name. Machen wir mal Name. Benutzername. Das müssen wir jetzt hier und da ersetzen. Und hier möchten wir Benutzerdatum draus machen, damit wir uns das Ganze natürlich speichern können. Sonst bringt das Ganze gar nichts. Und die Aufmerksamen unter euch werden auch merken, dass ich mir diese Chars natürlich rausziehen muss. Sonst wird das nichts. Das und das ziehe ich mir jetzt raus. Wo ist der andere hier geblieben? Oh, da. Okay, der ist falsch gelandet. Der sollte da rein. So. So, was bleibt jetzt noch zu tun? Also Serial Print Line müssten wir sagen, hallo. Und zwar Print machen wir. Dann machen wir ein Serial Print Benutzername. Das ist hier ein Char. Dann machen wir ein Serial Print, das machen wir Print Line draus. So, du bist am Intervall. So, da müssen wir natürlich das auch aufmachen. Hier schreiben wir jetzt Benutzerdatum. Und dann schreiben wir geboren. So, ist jetzt nicht besonders doll als Reaktion, aber für uns ganz gut. Und damit er das uns jetzt nicht eine Milliarde Mal rausspuckt, während wir uns hier unterhalten, werde ich statt dieses Nichts tatsächlich mal ein Delay einbauen. Sagen wir mal 100 Sekunden. So. Sind das 100 Sekunden? Das ist ein bisschen mehr, 1000 Sekunden. So 100 Sekunden. Und dann von mir aus kann er da das nochmal rausspucken. So, dann testen wir doch mal. Ich mache dieses Fenster ein bisschen größer. Den Zustandsautomaten haben wir hier. Okay, davor könnten wir natürlich auch kontrollieren, ob der Zustandsautomat korrekt implementiert wurde. Wir haben drei Zustände. 1, 2, 3. Das sind unsere Zustände. Von Zustand Reaktion können wir nirgendwo mehr raus. Da gibt es sozusagen niemals Pfeile. Hier in diesem Fall bedeutet Zustand wird neu gesetzt. Und von wie heißt du, der Startzustand ist hier gesetzt. Von Zustandname können wir entweder in Zustanddatum rübergehen, wenn der Checkname okay war. Sonst bleibe ich da drin. Und das Break ist auch noch da. Und von Zustanddatum kann ich über Checkdate entweder in Zustandreaktion rübergehen oder ich bleibe in Datum. Alles sieht korrekt aus. Ich probiere mal, ob das Ganze kompiliert. Nein, tut er nicht.
So, das müssen wir uns jetzt mal angucken. Warum kompiliert er nicht? Irgendetwas habe ich wahrscheinlich vergessen. Den ersten. Error crosses initialization of intlen. Was ist los? Yes. Also der möchte es nicht zweimal haben. Na gut. Dann werden wir dieses intlen hier vor dem Switch machen. Wie gesagt, man sollte das Switch in Ruhe lassen. Und hier werden wir das einfach benutzen. Irgendwie eigentlich sollte es in Ordnung sein, aber er mag das nicht. Okay, nochmal von vorne. Schon wieder nicht. Benutzername haben wir wohl irgendwie. Benutzerdatum haben wir. Benutzername habe ich anders geschrieben. Okay. Das ist natürlich blöd. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Nee, das machen wir nicht. Benutzername soll auch Benutzername sein. Und hier oben werde ich es mir auch. Das muss schon alles schön sein. So, jetzt probieren wir doch mal aus. Ich lade das Programm hoch. Serial Monitor aufmachen. Jetzt sagt er, wie heißt. Okay, ich probiere mal jetzt was Falsches einzugeben. Ich sage Anna 1. Er wiederholt schon wieder, wie heißt. Okay, das könnte ich jetzt natürlich etwas schöner alles machen. Das hat mit meinem Zustandsautomaten aber nichts zu tun. Ich kann mich ja überlegen, nachdem ich erkannt habe, dass es irgendwie problematisch ist, könnte ich einen Hinweis geben oder einfach mal sagen, ungültiger Name, versuch's nochmal, wie heißt du? Das wäre hilfreich. Mit dem Zustandsautomaten hat es nichts zu tun. So, jetzt machen wir es richtig. Anna, wann bist du geboren? Jetzt versuche ich doch auch mal irgendetwas zu schreiben, was nicht ganz so richtig ist. Machen wir 13.09.2000. Ne? Also ich bin ganz jung. Jetzt wiederholt das wieder. Also das heißt, auf diese Art und Weise überprüfe ich, dass alle meine Zustandsübergänge korrekt sind. Das ist auch wichtig beim Testen. Jetzt kann ich irgendetwas Sinnvolleres schreiben. Sagen wir mal 13.10.2000. Jetzt sagt er, hallo Anna, du bist am 13.10.2000 geboren. Es funktioniert prima, jetzt wartet er diese 100 Sekunden, die warten wir natürlich jetzt nicht mit. Aber man sieht es, genauso ist es abgelaufen wie im Zustandsautomaten. Das Verhalten ist genau das gleiche. Und damit haben wir ein zweites Beispiel, wie man Zustandsautomaten in ein Programm überführt. Und Sie wissen und Sie sehen, es ist tatsächlich ein Kochrezept. Und das ist ganz wichtig, es ist viel einfacher mit einem Zustandsautomaten zu arbeiten, als das alles sozusagen beim Programmieren sich auszudenken, wo, wohin und wie mache ich das alles. Dankeschön.